1347. Nach dem Verlust der Kurwürde verlegten die Ernestiner ihren Stammsitz von Torgau nach Weimar. Der Herzog und seine Gemahlin bauten ab 1552 die fürstliche Residenz mit Schloss Hornstein zu einem blühenden Macht- und Kulturzentrum aus. Der über Brücken mit der Schlossanlage verbundene Baumgarten des 14. Jahrhunderts wurde als Lust- und Nutzgarten umgestaltet. Der ummauerte Gartenbereich mit Sommerhäuschen, Laubhütten, Tischen und Bänken diente der höfischen Gesellschaft als Rückzugsort. Die Urzelle des heutigen Parks an der Ilm. Mit den Überschwemmungen der Thüringer Sintflut am 29. Mai 1613 gingen die Gartenanlagen verloren. Nur 5 Jahre später, im Jahr 1618, wurde auch noch Schloss Hornstein durch einen Brand zerstört. Die Planungen für einen neuen barocken Garten begannen erst nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Bau der Wilhelmsburg unter Herzog Wilhelm IV. Geplant wird ein prachtvoller Kanalgarten mit Wegenetz, der teilweise gebaut wird. Der bereits 1612 oberhalb der Ilm entstandene Welsche Garten sollte dabei durch eine Terrassenanlage eingebunden werden. Seit 1650 steht im Zentrum des Welschen Gartens eine Kuriosität. Die Schnecke, ein hölzerner Aussichtsturm, bewachsen mit Linden. Das Zusammenwachsen der Gärten zu einem großen Parkareal gelingt erst Karl August und Johann Wolfgang von Goethe 150 Jahre später mit dem Bau des Nadelöhrs.